wird man für etwas bestraft von Allah, wenn man es zuvor nicht gewusst hat? Nein, mit Sicherheit nicht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Barakallahu fikum, وَإِذَا أَرَدْنَا نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرِفِ فَقَالُ فَدُمْ Al-Isra, Surat Al-Isra Barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Wir werden niemals bestrafen, bis wir einen Botschafter gesandt haben. Deshalb diese Sache, Strafe ohne Verkündung, ohne dass die Leute gewusst haben, gibt es nicht in unserer Religion. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aber das heißt nicht, dass man sagt, ja, lieber bleibe ich unwissend, damit ich nicht bestraft werde. Pass auf, du wirst dann zur Rechenschaft gezogen. Warum hast du nicht nach Wissen gesucht? Warum hast du nicht nach Wissen gesucht? Du hast die Möglichkeit gehabt. Heute, dass einige Leute sagen, wir haben keine Möglichkeit zu wissen, das stimmt nicht. Fast jeder hat heute Facebook und Snapchat und Twitter und ich weiß nicht was und so weiter. Was jeder. Hier, wie heißt das? Telegram, Notprogramm, nicht Notprogramm, alles hat man. Ja? Das ist Barakallahu fikum. Man kann lernen, wenn man will. Aber das hat mit der Person zu tun, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي غرورا.